Nicht. Ich sollte es anders versuchen. Keine gute. Der Parkplatz ist abgesperrt. Mach keinen Quatsch. Karima. Und gucken wir mal, ob wir in das Büro können. Nee, da rein müssen wir. Lass mal endlich mal dort zur Sache kommen. So, wir können rein. Herr von Bramberg? Entschuldigen Sie. Frau Plenske, ich sagte Ihnen doch, ich habe hier einen Termin. Ganz kurz nur. Ja, die Stühle stehen durcheinander. Da kann man sich schon vorstellen, wie der Termin war. Könnten Sie kurz ins Atelier kommen? Sie könnten vielleicht die Arbeit von Herrn Haas ansehen. Das werde ich später machen, nicht jetzt. War das alles? Nein. Vielleicht hätten Sie gerade ein paar Minuten, um mit Frau Hetzer über das Catering zu sprechen? Das muss ja wohl wirklich nicht ich machen. Ist das nicht Ihre Aufgabe? Nö. Es hat gerade jemand an meinem Apparat angerufen, der die Entwürfe von Frau Kirchbach bringt. Er wird jetzt gleich bei Ihnen anrufen. Ich wollte nur schon mal fragen, ob ich die Empfangsbestätigung unterschreiben darf. Was? Wer hat angerufen? Das ist wohl eher ein Scherz gewesen, Frau Plenske. Moment, Telefon. Von Bramberg. Wie bitte? Sie haben was? Es kommt gleich jemand runter, ja. So, tatsächlich. Da unten steht jemand mit den Entwürfen von Frau Kirchbach. Das ist doch völlig ausgeschlossen. Doch, doch. Ich war auch ganz überrascht. Sieht aus, als hätten wir jetzt doch noch Glück damit. Ist das nicht toll? Ich gehe dann jetzt runter, ja? Das ist wirklich erstaunlich. Machen Sie sich keine Umstände, Kind. Ich werde die Sachen in Empfang nehmen. Immerhin sind es ja meine Entwürfe. Herr von Bramberg wird mich sicher kurz begleiten wollen. Nicht wahr, Richard? Kommen Sie! Tschüss. Okay, dann. Haut mal ab und wir kontrollieren dann hier. Und wir kontrollieren hier erstmal alles. Okay, jetzt oder nie. Sie sind beide weg. Ich muss mich beeilen. Die beiden kommen bestimmt gleich wieder. Es wird auffallen, wenn der Papierkorb plötzlich leer ist. Platt. Mitnehmen. Wo ist hier der Anrufbeantworter? Telefon. Anrufliste löschen. Der Speicher ist jetzt gelöscht. Da liegt ein Vertrag auf dem Schreibtisch. Arbeitsvertrag. Ich komme aber nicht dran. Müssen wir von hinten rum. Ja, ich komme nicht dran an dem Vertrag. Ah, jetzt. Arbeitszeugnis. Für Hugo Haas. Können wir das irgendwie umblättern? Schade, das geht nicht. Arbeitsvertrag. Wir können das nicht angucken. Warum? Tussi, jetzt geht ein und guck dir den Vertrag an. Arbeitsvertrag. Aber damit können wir nichts tun. Okay. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Nein, scheint nicht so, Eddie wiederkommen. Aber ich denke mal nicht, die kommen erst wieder raus, wenn wir, wenn wir rausgehen. Ja, da gibt es nichts mehr. Puh. Das ist noch nicht alles, was ich tun muss. Hier gibt's noch mehr. Hier gibt's noch mehr. Telefon geht nicht. Was soll hier noch gehen? Gehen wir hier an den Schrank? Nein, 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 nein. Alter, die hat hier übelst Probleme, an das Ding zu kommen. Hm. Da können wir doch raus? Das ist noch nicht alles, was ich tun. Das ist noch nicht alles, was ich tun. Das ist noch nicht alles, was ich tun muss. Okay. Irgendwas haben wir hier vergessen. Wir überlegen jetzt mal. Wir haben jetzt aus dem Papierkorb Seiten raus. Wir haben eine Schere. Wir haben das Telefon gelöscht. Wir haben ein leeres Blatt Papier mitgenommen. Das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Lieber nicht. So wird das nicht. Keine gute Idee. Das funktioniert nicht. Ich sollte es anders... Das können wir nichts machen. Irgendwie Leim, dass wir das zusammenleimen können. Miyamu. Irgendwas mit dem Telefon. Nein. Gucken wir mal, ob hier irgendwo, wenn wir hier drauf drücken. Nein. Das ist gerade ein bisschen doof. Geht aber nichts auf. Was haben wir denn alles vergessen? Warte mal, ich muss mal überlegen. Wir haben Schnipse, wir haben, die waren in dem Papierkorb, wir haben eine Schere. Wir haben ein leeres Papier aufgehoben. Schränke gehen auch nicht auf. Irgendwas haben wir doch vergessen. Ist das schon wieder so ein Bug? Wenn ja, ist das gerade ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss mal kurz googeln. Habe ich noch die Seite irgendwo auf wegen dem Bug, wegen dem Bad? Hier ist er. Tag Nummer 3. Gucken wir mal. Nehmen Sie die Schnipse aus dem Papierkorb, die Schere und leeres Papier vom Schrank in der rechten Ecke. Kombinieren Sie Papier und Schere miteinander. Ach so, okay, gut. Ich soll Papier und Schere kombinieren. Was? So wird das nichts. Ich sollte es anders versuchen. Originalzustand wiederhergestellt. Da kommen okay. Die beiden. Das nicht auffällt. Mal da drauf kommen. Ah, da sind Sie ja wieder. Hat alles geklappt? Nein, hat es nicht. Oh, wieso das denn nicht? Erzählen Sie uns bitte noch einmal genau, wer Sie da angerufen hat, Frau Plenske. Scheiße. Es war ein junger Mann, Mitte 20, schätze ich. Wieso ist das wichtig? War er nicht mehr da? Nein, er war nicht mehr da. Das ist etwas seltsam, wissen Sie? Der ganze Anruf ist etwas seltsam. Also haben wir die Entwürfe immer noch nicht. Das ist ja wirklich doppeltes Pech. Wissen Sie, Frau Plenske, mir kommt diese ganze Sache nicht so ganz geheuer vor. Es kann auch gut sein, dass die Entwürfe inzwischen gefunden wurden. Nein! Nein? Wieso denn nicht? Doch, doch. Natürlich kann das sein. Vergessen Sie's. Die Entwürfe sind nicht da. Jammer, schade. Kann man nichts machen. Und jetzt gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Ich werde dann mal wieder weitermachen. Ja. Ja, tun Sie das. No. Ich trinke das mal. Viel Erfolg noch. So. Wie gesagt, tut mir gerade leid, dass ich mal lunzen musste. Aber es kam mir gerade ein bisschen komisch vor. Puh. Ja. Gerade noch mal davon gekommen. Genau. So, wir gehen ins Atelier und brechen diese Kisten auf. Und auf. Und auf. Und auf. Zack. Und jetzt rausnehmen. Jetzt fehlt nur noch das Zusammenbauen. Eine schöne Bescherung. Das muss die Bedienungsanleitung sein. Warte, was? Anleitung. Mist, das scheint noch nicht zu stimmen. Okay. Jetzt sollen wir die Puppe zusammenbauen. Aber wie?
Am besten, ich fange noch mal von vorne an. Was? Moment. Wie? Ach so, wir sollen... wir sollen die Reihenfolge hier so hin tun, wie wir anfangen würden mit Bauen. Okay, ich glaube, ich verstehe. Dann so. Testen. Ja, das war einfach. Ich glaube, so wird's was. War einfach. Kann ich dir die geben? Keine gute Idee. Das wird nicht funktionieren. Kann ich hiermit rausnehmen. Und wo sind die Kisten hin? So, kann ich die jetzt hier zusammenbauen? Ich klicke und klicke, es passiert nichts. Passiert was mit denen? Nee, Hugo? Kann ich mit dir reden? Ich bin's nochmal, Herr Haas. Das heißt der Hugo Haas. Wegen dieser Kisten. Können Sie mir bei dem Zusammenbauen der Puppen aus diesen Kisten helfen? Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Sie werden doch wohl noch ein paar dumme Puppen zusammenbauen können. Ich bin nicht sicher. Tun Sie, was Sie können. Ich habe zu arbeiten. Ich muss dann wieder los. Oh Gott. Ja, von da kamen wir. Aber es muss doch hier irgendwas sein. So müssen die aussehen. Hä? Weil die müssen doch irgendwo dran halten. Oder nicht? Kannst du uns helfen? Hast du jetzt kurz Zeit? Oh nee, wirklich nicht. Sei so gut und komm später nochmal, ja? Okay, also dann. Das muss doch irgendwie funktionieren hier. Wir gucken uns mal genau den Raum an, ob wir irgendwo Stange finden. Denn ohne Stange können die doch nicht halten, oder? Weil laut Anleitung? Nee, gehen ohne Stangen. Hä? Ich sollte etwas anderes probieren. So kann das nichts werden. Okay. So wird das nichts. Ich sollte es anders... Okay. Ich sollte etwas anderes probieren. Hab ein Problem. Kannst du uns helfen? Sabrina, hast du kurz Zeit? Für dich nicht, Süße. Ich höre... Es läuft nicht so gut mit eurem Projekt. Wenn ich du wäre, dann würde ich mich mal ein bisschen anstrengen, sonst wird das nämlich nichts. Danke für den Tipp. Nichts zu danken. Die hilft uns auch nicht. Also dann, tschüss. Wir müssen alles alleine machen.